Am letzten Freitag, dem 22. Juli, schien der Terror, den viele Menschen zurzeit fürchten, auch Deutschland erreicht zu haben. Vor dem Münchner Olympia-Einkaufszentrum fielen Schüsse und es gab Berichte über simultane Anschläge in der bayerischen Landeshauptstadt. Panik brach aus, Gerüchte wurden verbreitet, das Geschehen sofort politisch ausgeschlachtet. Mit Würzburg, Ansbach, Reutlingen und München gab es in kürzester Zeit eine Reihe von Gewalttaten, die das ohnehin polarisierte politische Klima in Deutschland vergiften. Wir waren auf Münchens Straßen unterwegs, um zu erfahren, wie verschiedene Menschen die Ereignisse am vergangenen Freitag erlebten und was ihr Blick auf die aktuelle Situation in Deutschland ist. Also ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie das erste Mal von dem Amoklauf erfahren haben, also wann und was der erste Gedanke war, der Ihnen da durch den Kopf gegangen ist. Ich war auf dem Weg heim vom Golfplatz nach Schwabing und kam mitten in den Stau, der sich um das Olympiazentrum da gebildet hat. Und im Radio wurde dann natürlich schon berichtet, dass Schüsse gefallen sind, dass es ein Amoklauf war. Das war ja bislang in die Nacht nicht bekannt. Ich habe praktisch eine WhatsApp-Nachricht bekommen, dass Schüsse am OEZ sind. Und ja, so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Und dann muss ich schon in der Zeitung lesen, also online halt. Ja, ich bin frisch zur Arbeit gekommen und plötzlich hieß es dann N24 Attentat im Olympia-Einkaufszentrum. Im ersten Moment dachte ich mir nichts Großes dabei und später habe ich halt die Bilder gesehen. Also ich war da gerade auf dem Weg mit meiner Schwester und meiner Mutter und mit dem Freund von meiner Schwester zum OEZ. Und die Schüsse sind gefallen und wir sind genau dort angekommen, als die Polizisten und der Krankenwagen angekommen ist. Das heißt, wäre ich 2 Minuten oder 5 Minuten früher da gewesen, wäre ich wahrscheinlich dabei gewesen. Also eine Freundin, die wir jetzt gerade besuchen, die war gerade da irgendwo in einem Restaurant und da kamen dann auf einmal Leute reingestürmt und meinten, dass da irgendwelche Schießereien sind, keine Ahnung. Und dann haben sie verschiedene Meldungen gekriegt, von da ist was und da ist was, haben sich dann erstmal in der Toilette eingeschlossen mit verschiedenen Leuten. Und da hat sie halt auch gemeint, so, das war das erste Mal, dass sie Angst hat um ihr Leben. Also ein Kumpel von mir, der war, also hat er mir danach erzählt, weil der wohnt da auch in der Gegend, habe ich ihm auch geschrieben, wie es ihm geht. Da meinte er, ja, er war dabei eben. Er stand gerade unten, hat sich sein Essen bestellt und dann sind halt die Schüsse gefallen. Und da sind halt die blutverschmierten Leute irgendwie runter und der Kerl hat nach und dann hat er draußen weitergeschossen. Er meinte, er ist eigentlich nur noch über Stacheldrahtzaun und alles. Es ist einfach nur noch um sein Leben gerannt halt einfach. Also es ist schon krass. Es ist einfach richtig schlimm, dieser Gedanke, wenn man 5 Minuten früher da ist, bist du vielleicht auch tot oder so. Und ich wusste auch nicht, ob da vielleicht auch Freunde von mir drin sind oder so. Und ja, ich fand es halt in dem Moment wahnsinnig schlimm. Ich habe auch, den ganzen Tag wirklich nur noch durchgeheult. Und mein Vater, der wohnt halt in Amerika und der hat diese Nachricht sofort bekommen. Und der konnte mich aber nicht erreichen und er wusste nicht, was er sagen sollte, weil er dachte, ich bin tot. Es wurde ja ursprünglich von 3 Schützen gesprochen und jeder geglaubt hat, das sind islamistische Terroristen, die jetzt ganz München überfallen. Also haben Sie das dann auch geglaubt, als Sie es erstmal von den Schüssen gehört haben? Also ich war etwas skeptisch, muss ich sagen, und fand den ganzen Aufwand, der getrieben worden ist, der war eigentlich überreagiert. Seht ihr da so eine Problematik, wie immer mit so Anschlägen oder Amokläufen umgegangen wird, bevor da irgendwelche Fakten feststehen? Ja, prinzipiell sollte man halt schon zuerst mal die Faktenlage abwarten und dann das Ganze erst kommentieren. Und das ist halt ein bisschen ein Problem von diesen sozialen Medien, dass man einfach ganz schnell ganz viele Informationen weiterverbreiten kann und ganz viele Informationen bekommt. Und ja, und daraus kann man so schreckliche oder gefährliche Gemengenlage, die da entstehen kann. Das soll einfach jeder selber an die Nase ein bisschen fassen und sich da ein bisschen zurücknehmen und einfach mal abwarten und dann erst darauf reagieren. So, was meint ihr denn, so muss man machen, damit so etwas wie ein Amoklauf verhindert wird? Also ich finde jetzt nicht, dass man einen Amoklauf verhindern könnte. Also ich denke, also man sagt ja, dass der auch durch diese Videospiele wie Call of Duty und so dazu gebracht worden ist. Aber ich finde, das ist einfach im Kopf drin und das kann man auch nicht wirklich raustreiben. Selbst nicht mit einem Psychologen oder so, das hat man ja gesehen, weil der war ja in Behandlung, aber er hat es trotzdem nicht geschafft. Also. Das sind ja geistig Kranke, das sind ja Schizophrene oder schwerst psychisch gestörte Menschen. Von denen wird immer eine Gefahr ausgehen. Da sind natürlich die Psychiater aufgefordert, die ja auch schon betreut haben, dass sie entsprechend tätig werden und dass sie bei dem kleinsten Verdacht, dass so etwas passiert, eben entsprechende Aktionen ergreifen. Ich habe jetzt in den Nachrichten auch nicht genau mitverfolgt, was sein Problem war. Es hieß, dass er irgendwie gemobbt wurde und durchgehend wird erklärt, dass er CS und Counter-Strike und Ballerspiele gespielt hat. Ganz ehrlich, ich habe sie auch gespielt. Ich weiß nicht,
was die Psychiater hätten tun können, dass der das nicht macht. Ne? Also ich meine, man kann ihn ja nicht ins Gefängnis stecken, ne? Wenn man sieht, der ist krank oder in ein Krankenhaus. Aber er hätte natürlich eine entsprechende Betreuung gebraucht. Ne? Jetzt mit Würzburg, mit Ansbach, mit Reutlingen. Wie würdet ihr denn so gerade dieses Klima bezeichnen, das wir hier haben? Ob man sich jetzt noch sicher fühlt etc.? Also ich persönlich fühle mich nicht mehr hundertprozentig sicher in München. Also ich denke mir jetzt auch zum Beispiel, wenn ich jetzt Hauptbahnhof oder so bin, dass es da nicht hundertprozentig sicher ist, aber generell jetzt. Ich würde jetzt nicht München in eine Reihe mit Würzburg, Ansbach stellen, weil ja, das war ein Amoklauf. Das hat es in Willingen dann gegeben, das hat es in Erfurt gegeben, das hat es an amerikanischen Schulen gegeben, das Amokläufe gibt es immer, das hat es in Norwegen gegeben. Das hat jetzt nichts irgendwie mit Terror zu tun. Ehrlich gesagt, es passieren überall Sachen auf der Welt und ob ich mir jetzt halt groß Sorgen mache, um irgendwie auf die Straße zu gehen oder sowas, nicht wirklich. Also ich glaube einfach, dass die Leute sich da selber nicht so viel Gedanken drum machen müssen, weil man kann sowieso nicht wissen, wo und wann das der nächste Anschlag ist. Und also ich fühle mich nicht unsicher. Das passiert sicher häufiger. Ne? Ich glaube, ich habe vorhin gerade so nebenbei gehört, dass da in Frankreich auch schon wieder ein Priester ermordet worden ist. Also ich fürchte, das wird die ganze westliche Welt in Zukunft auch noch weiter beschäftigen. Also ich finde, man darf sich auch von der IS jetzt nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, unterkriegen lassen. Ich meine, ich fand es richtig, dass zum Beispiel auch einige Veranstaltungen abgesagt wurden. Ich meine, das Oben ohne wurde ja zum Beispiel auch abgesagt. Aber ich weiß nicht, man darf das halt auch nicht, man darf halt sich nicht dadurch einfach komplett beeinflussen lassen. Ich meine, das ist ja genau das, was sie wollen. Und man muss ja normal weitermachen einfach. Sie wollen einfach diesen Hass spüren. Also diesen Hass von uns gegen sie und dass wir traurig sind. Und das treibt sie natürlich an. Ja, also ich denke, was ist die Alternative, dass wir halt zu Hause bleiben? Ich denke, vollständige Sicherheit gibt es nicht. Und ich glaube nicht, dass wir uns unsere Art und Weise, unseren Lebensstil von Terroristen oder geistig kranken Menschen irgendwie doktorieren dürfen, sondern wir müssen frei unser Leben führen. Und ich glaube, die Freiheit dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Und deswegen werde ich auf Wiesn gehen, ich werde weiter in U-Bahn fahren und am Marienplatz Samstag einkaufen gehen. Also dann müssen wir alle zu Hause bleiben. Also das. Und was wäre deiner Meinung nach so die richtige Reaktion von der Politik, um jetzt, sag ich mal, die Bevölkerung zu beruhigen oder allgemein für mehr Sicherheit zu sorgen? Ja, auf jeden Fall keine Angst schüren. Ich meine, sobald du Angst schürst, hast du den Leuten eh schon mal einen Gedanken im Kopf gesetzt, dass etwas passieren könnte. Und man sieht ja jetzt, ich bin selber mit Migrationshintergrund und du wahrscheinlich jetzt halt auch, du merkst es wahrscheinlich auch, wie die Leute dich, besonders die älteren Leute, die haben ja mehr Angst als jetzt halt die Jugendlichen oder Mitte 30-Jährigen. Wir merken es ja selber, wie die Leute uns anschauen. Also ich finde das ehrlich gesagt Schwachsinn. Ja, eine gewisse Polizeipräsenz muss sein, Kontrollen von entsprechenden Personen, die möglicherweise gefährlich sein könnten. Dazu gehören natürlich alle Leute, die aus dem islamistischen Kreis mehr oder weniger stammen, natürlich auch Flüchtlinge, wobei man sagt, das sind sehr, sehr freundliche Menschen zum großen Teil, aber es gibt eben auch Verrückte darunter. Ne? Manche Menschen, sag ich mal, geraten jetzt so eine gewisse Hysterie, dass sie sagen, ich traue mich jetzt nicht mehr in Menschenmengen, ich gehe jetzt nicht auf die Wiesn. Es wird jetzt darüber diskutiert, ob man so ein Rucksackverbot dort einführen will. So, wie seht ihr das, so, wie damit umgegangen wird von der Politik? Ja, es muss schon gewisse Vorsichtsnahmen müssen einfach getroffen werden, das ist ja richtig und wichtig. Aber der Vertrauen jetzt schon dem bayerischen Staat und der Polizei, dass die einfach da die richtigen Schlüsse daraus ziehen und irgendwie Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Und also wären Sie bereit, einen Teil Ihrer Freiheit aufzugeben für mehr Sicherheit? Ach, eigentlich nicht. Ne? Also ich meine, die Gefahr ist proportional doch relativ gering, sodass man im Augenblick auf seine Freiheit vorläufig nicht verzichten möchte. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn auf der Wiesn ein Rucksackverbot ausgesprochen würde. Das wäre meiner Ansicht nach durchaus angebracht. Also das befürworten Sie, das? Also ich meine, das wird für mehr Sicherheit sorgen? Absolut, ja. Wenn ich überlege auf der Wiesn, ich meine, wir hatten schon oft irgendwie Terror, also halt Drohungen. Und ich wurde noch nie kontrolliert auf der Wiesn, also nur am Bierzelt halt mit Ausweis. Aber sonst wurde ich noch nie kontrolliert und auch so wurde ich eigentlich noch nie irgendwie meine Taschen oder so kontrolliert. Ich meine, okay, jetzt in unserem Alter vielleicht sehen wir jetzt nicht so aus, aber... Das kann trotzdem jeder sein. Ja. Also ich arbeite selber als Security, habe auch auf der Wiesn als Security gearbeitet.
Und das ist so ein Anlauf. Ich meine, die haben auch Rucksäcke und Taschen kontrolliert. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt so gut ist, ob ich das sage, aber es sind so viele Leute, du kannst eh nicht alle Taschen kontrollieren. Und ob du jetzt halt ein Rucksackverbot durchsetzen willst, weiß ich nicht. Es werden so oder so Leute mit dem Rucksack kommen und dass du die dann wieder nach Hause schickst, ist relativ unwahrscheinlich für mich. Ja, meine Meinung wäre, dass gerade die Bereiche, insbesondere aus der islamistischen Szene, also Salafisten und sowas, meinen Sie? Ja, genau, dass die eigentlich von ihren Imamen entsprechend aufgeklärt werden müssten. Ich glaube, da wird zu wenig getan, da wird die Religion viel zu sehr überhöht, was diese Leute irgendwie dann verrückt spielen lässt. Ne? Und dass diese Art von Religionserziehung, die halte ich für total problematisch. Auf jeden Fall so, wie die Integration momentan läuft. Ich arbeite im Asylantenheim und die ganzen Asylanten in Heim zu stecken, wo sie sowieso nur in ihren eigenen Sprachen sprechen und kaum Deutsch lernen, das merke ich am besten, wenn ich mit den Leuten irgendwie Deutsch reden will. Sie verständigen sich entweder auf Türkisch, Italienisch, Englisch oder Französisch. Ich will jetzt halt auch nicht einfach systematisch sagen, dass die Integrationspolitik falsch läuft, aber es gibt auf jeden Fall auch Ecken, wo man es verbessern könnte. Ich glaube, das, was der Matthias vorher schon gesagt hat, mit diesen, zum Beispiel diesen ganzen Posts in den sozialen Medien, dass man da ein bisschen zurückhaltender ist und wirklich erst nach dem Anschlag dann darüber spricht und einfach das ein bisschen sachlicher führt und nicht immer versucht, aus solchen Sachen ein politisches Kapital in Form von Wählerstimmen halt irgendwie zu schlagen. Weil, glaube ich, das ist für uns Klima in unserem Land ziemlich schädlich, sondern einfach versuchen, sachlich darüber zu diskutieren, glaube ich, wäre sicherlich hilfreich.